Herzlich willkommen zurück zum Eurotruck Simulator. Wir stehen in Mailand. Ja, beim letzten Mal habt ihr ein Level Up, einen neuen Lampenbügel für Dach oben. Ja, den Frontschutzbügel nochmal ein bisschen umdekoriert. Der Frachtmarkt ist auch ziemlich gut gerade. Also lukrativ, finanzieller Sicht. Wir können nochmal reingucken. Weil wir haben nämlich einen Auftrag angenommen oder angepinnt, der uns, ja, mit dicker, fetter Kohle versorgt, was ich ein bisschen cool finde. 17 Tonnen ist so ein Windmühlelement vom Fuß, vom Turm. Das fahren wir von Ikea, keine Ahnung, was das da soll, nach da, wo ich noch nicht war, und so machen wir das. Quatschen wir an die lange rum, sondern fahren einfach hin. Ne? Starten das Ding, voll getankt, ausgeschlafen. Und dann wollen wir mal. Fahren wir hier gleich raus. Wo kommt ihr denn alle her? Jetzt darf ich, ne? Ja, danke schön. Eine Sache mache ich noch. Und zwar. So. Was? Eine Stunde und 9 Minuten. Brauchen wir bis dahin. Voll weit weg. Warum ist denn so weit weg? Zeig mal auf der Karte. Ach, das war. Ja. Na klasse. Wie lange ist das noch aktiv? 2 Stunden 14. Wird knapp, kriegen wir aber hin. Vielen Dank. Der ist mir voll in die Karre gefahren, Mann. Ui. Ein DJ, ein Düsenjäger. DJ. Da hinten fliegt er rum. Mit seinem Flugzeug. Den hören könnte, wäre noch viel cooler. Das ist der neue LKW in den Fritten. Ich war gerade in der Werkstatt, Mann. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ah! Ja, ist das nur der eine oder fliegen mehrere im Kreis? So, na dann fahren wir da mal schnell hin. Dauert ja hoffentlich nicht so lange. Ich fahre hier auch so schnell wie kann. Also, ne? Dafür krieg ich wieder schön EP für Leerfahrt. Naja. Aber irgendwie wackelt der von links nach rechts. Der schaukelt sich immer so auf. Ist mir beim letzten Mal schon aufgefallen, wo wir da auf der Tankstelle aufgefahren sind, dass der so mega von links nach rechts hier aufwackelt und schaukelt irgendwie. Wir sehen, ob das so sein soll oder ob das halt passiert ist durch Sachen aus Gründen halt. Keine Ahnung. Langsam läuft, wa? Brauchen wir uns bald keine Gedanken mehr machen hier wegen keine Kohle und so. Hallo. Schöner Wagen, schöner Wagen.
Ja, sieht man das? Der jackelt richtig links und rechts hin und her. Mal. Bip, 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 bip. Doch, das sieht man in der Aufnahme. Krass. Da sieht man das ja richtig. Hier Standplatten an den Rädern oder was? Oder ist er mir vorne auf der Rad gefahren, weil der Fing wackelt? Aber der hat ja. Der sieht ja nicht. Der hat ja vor dem Unfall im letzten Video auch schon so gewackelt. Okay, muss ich mal beobachten, wie das aussieht, wenn wir da Fracht dran haben. Und normalerweise fahren wir auch keine 90. Ja. Ist ja wieder interessant. Befürchte gerade, dass der Ikea-Markt so ein ganz kleiner, enger Ikea-Markt ist, wie ich mal in Skandinavien, in Dänemark oder wo ich da war, hatte, wo ich auch mit dem Schwertransport einfach von diesem komischen Hof nicht runtergekommen bin. Und das sieht hier, glaube ich, wird es nicht anders sein. Interagiere, öffne mit mir die Pforte. Ich möchte hier rein. Gib mir das. 85, 9, 58. Kann man hier irgendwas verändern? Das sieht kürzer aus, ne? Genua? Nö. Tarent. Ja, ist ein bisschen doll weit weg. Nee, wir nehmen den so, wie ich ihn gerade gemacht habe. Öffne. Wie kann ich weiter rauszoomen? Genau, wieder der letzte Ding hier hinten, ne? Wie kann echt nicht? Ich bin ja mal verspannt. Das Ding müssen wir hier erstmal heil runterkriegen. Das wird schon mal die größte Herausforderung werden. Kann ich den jetzt weiter rauszoomen? Ist eigentlich so ein komischer. Ja, ist eigentlich ein Trailer dran. Jetzt seht ihr das komischerweise. Klappt schon mal. Ich muss hier raus, ne? Bin wahrscheinlich schon viel zu dicht hier an der Wand. Ach, dass die sich immer mitdreht, diese Kamera. Hab nämlich bewusst den etwas kürzeren Trailer genommen, weil ich genau wusste, was mich hier erwartet. Ja, klar! So, wohin? Da lang. So, den legen wir mal schlafen. Den legen wir mal. Nee, nicht an. Wollen wir mal. Ich glaube, ich bleibe in der Außenansicht, wa? Nein. Du bleibst da stehen.
möchte den Kreisverkehr bitte hier verlassen. Achso, bei die Blinke fahren sie los, ist ja. Haben die den KI-Verkehr etwas schlau gemacht? Ich glaube grün. Na denn? Ich glaube, wir sind auf Kurs. Das Schlimmste ist passiert. Ich hoffe einfach mal. Oh, das sind doch 250 Kilometer. Ach, das kriegen wir da alles hin, Mensch. Guck mal, wir fahren jetzt schon auf der Autobahn. Dann kann uns da eigentlich ja nichts mehr passieren. Die sind hier halt nur alle dumm, aber das ist ja nicht schlimm. Vielleicht doch. Mit welcher Begründung auch immer der Titan hat, mir bleibt das einfach ein Rätsel. Ist ja dreispurig, also von daher. Pff, hallo! Herrlich. Mal so eine olle Röhre gefahren? Ich glaube nicht, oder? Ja, ich wusste nicht, dass man bei Ikea so große Ventilatoren kaufen kann. Ja. Man lernt halt nie aus. Aber das ist hier echt schnelle Yield. Also echt schnelle Yield. 80.000 ist ein rieser Batzen. Jetzt sind wir fast bei 300.000, wenn ich hier fertig bin. Dann ist nicht mehr so viel, dann können wir den dicken Kredit wieder abgeben. Dann sind alle meine Sorgen einfach verflogen so. Schön. Sehr schön. Ärgert halt nur, dass wir hier überall schon mal waren, wir alle wieder doppelt fahren dürfen. Boah. Ach, hier ist so eine olle Maut. Noch eine rüber, weil wir wollen hier nicht abbiegen. So, hier neben vor uns, überall rings um und rum ist keiner. Glück gehabt. Da können wir mit dem LKW wieder in der Werkstatt unter Ding reparieren. Da freut mich natürlich ganz besonders drauf.
Nö, dann bleiben wir hier drüben. Ich dachte, der wird zweispurig. Wir haben ja bessere ausgebaute Autobahnen als wir hier. Das kann ja nicht wahr sein. Na gut, die haben ja auch Ampelständer aus Gold, von daher. Und Supersportwagen als Polizeiautos. Ich wusste ja nicht, dass man mit Pizza und Eis so viel verdienen kann. Guck mal, 150 Kilometer noch. Einwandfrei. Einbeinfrei. Da drüben ist ein Flickzeug und noch ein Flickzeug. Schön alle Baustelle hier. Ist ja wie in echt. Alles absperren. Und keiner baut und dann steht der Quatsch da fast ein Jahr und länger und ja. Ja, ja, so ist das. Genau. Der Zaun ist ja auch recht müde. Der spawnt echt langsam. Aber hier fährt echt wenig Polizei rum, oder? Also, weiß ich nicht, ob die da dran auch gearbeitet haben, was die verändert haben. Aber das ist mir, glaube ich, letztes Mal schon aufgefallen, ne, dass in Italien nicht ganz so viel Polizei unterwegs ist. Oder die fallen halt nicht auf, der kann natürlich auch sein. Dass man die ja nicht so wahrnimmt, weil hier einfach viele blaue Autos rumfahren. Mittlerweile streckt mich auch so ein großer Schwertransport ja nicht mehr ab, weil die sind an sich so ja viel angenehmer zu fahren. Man kann die, na was heißt angenehmer, aber macht halt mehr Spaß, weil du musst halt ein bisschen drauf achten, dass du irgendwo gegenknallst, öfter mal im Spiegel gucken, ob alles in Ordnung ist da. Die anderen Trailer, die du dir hinterhängst, ja, die hängst du dir halt hinter und dann fährst du halt einfach und stellt sie ab und bist dann fertig und brauchst eigentlich auf das Ding überhaupt ja nicht achten, weil der Löw steht auch hinter dem LKW daher, aber der Ding kickt jede Seite raus, ist einfach mal lang wie ein Fußballfeld und ja. Hätte man ja was anderes. Wird ein bisschen cool. Knalltet ihr ganz mörderisch. Da ist schon wieder ein Flughafen, oder ist das immer noch der gleiche? Hier ist ja was los. Wegen falsch gefahren? Na klar, wegen falsch gefahren. Das ist ja geil. Zeig mal. Nö. Schön. Ich wollte mit den Dingen jetzt aber nicht unbedingt nochmal eine extra Runde drehen. Also so war es ja nun nicht gemeint, dass es mehr Spaß macht. Naja. Ist ja auch schon spät.
Ist ja auch schon lange nicht mehr passiert, dass ich irgendwo vorbeigefahren bin, oder? Jetzt muss ich mir ein bisschen konzentrieren, dass ich wieder auf richtigen Kurs komme hier. Ja. Klar, jetzt halte ich unter Maut oder was? Genau aus dem Grund habe ich mir einen leistungsstarken LKW gekauft. Die müssen danach zwar bei dem Trailer alle Reifen neu machen, aber das ist mir vollkommen egal. Wo muss ich lang? Oben lang. Nee, hier unten lang. Wo denn jetzt? Da lang. Hahaha. Ich hätte mal das fotografieren sollen. Na bitte, siehst du. Ist ja nicht so schlimm. Obwohl, wir müssen langsam mal ein bisschen beeilen. Ja, hätte ja so gut klappen können. Ich habe mich schon so gefreut, Mensch. Ein leichter Auftrag. Ja, naja, dann kann man den halt auch schon versauen. Aber die 79 Kilometer, glaube ich, die kriegen wir reibungslos über die Bühne. Ich hoffe. Hier richtig ver... Ja, nur so ausgeschildert. Du kannst nicht mehr passieren hier. Immer der Rost den Leitplanke hinterher. Schön mit Schwung hier hoch. Ja, die Bremsen, dann passt das schon. So. Na bitte. Na bitte, bitte. Sehen Sie wohl. Und ab dieser Stelle, ab der Auffahrt hier, ist es so, als wäre nichts gewesen. Nun muss ich mal kicken. Ich glaube, vielleicht hole ich mir das Bild auch aus dem Video raus. Läuft einfach zu gut. Deswegen, genau deswegen passieren wieder Sachen. Und so weiter. Hä? Okay.
meckert, also kann nichts passiert sein. War ja, als wäre nichts passiert. Guck mal, 25 Kilometer noch. Dann haben wir es geschafft. Ich hoffe, da ist irgendwo eine Werkstatt. Dann müsste ich da vielleicht nochmal vorbeigucken. Und mal den LKW reparieren. Weil hat ja schon leicht rote Punkte an den Rädern, an der Anzeige hier. Kann ich nicht gut heißen. Interessant wäre halt nur, wenn du vom Mautstation mal zur Mautstation fährst und immer davor umdrehst und zurückfährst und wieder umdrehst, ob du dann irgendwann krass fett viel Maut bezahlen musst oder ob du halt die Strecke von Maut zur Mautstation zahlst. 35 Euro. Fahr doch! Mann! So, hier ist wieder Schwierigkeitsstufe auf unendlich. Einfach so. Nein, 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 nein. Bleibst du da, wo stehen? Nein, er ist nicht stehen geblieben. Schön. Danke dir. Ach Mann. Naja, wir kriegen so viel Geld drin. Passt schon. Und da vorne ist eine Werkstatt. Naja, bitte. Ich wollte das mal so machen wie in echt. Wenn sie über den Kreisverkehr rüberfahren, gibt ja welche, wo man das so machen kann. Wenn ich nicht gucke, dann ist doch kein Schildblatt. Das ist gut. Versuch mal hier einfach rumzufahren. Nein, das erste Schild ist da schon wieder leichte. Ach, bitte. Eine leichte Neigung, eine Abneigung meinem Trailer gegenüber anscheinend. Die können aber nicht ab, die Dinger. So. Denn sind wir eigentlich. Wo wollt ihr das hin haben? Macht ihr mir hier vielleicht auch schon ein Tor auf? Ne, wa? Das wäre ja nett. Dahin? Rückwärts drin? Na geil. Eigentlich sind da Kreisverkehre cool, aber die hier irgendwie alle nicht so. Einfach durchgepasst, einfach so. Schön. Hier haben sie eine Mauer auf der Straße gebaut. Auch schön. Ikea ist da. Das ist doch mal ein geiler Hof hier. Der ist schön groß. Kamera sie immer wegdreht. Kannst du nichts machen, ey. Da wäre gerade fast das Fahrhaus abgebrochen. Schön. Beim guten Fahrt stark gebremst.
Der Schatten von der Röhre ist auch toll. Muss so ultra Leichtbau sein, dass er das Licht durchscheint. Einfach durch. So, habt ihr den Quatsch. Jetzt will ich meine fette Kohle haben, bitte, danke. Hoffentlich kein Abzug für einen Unfall oder sowas. Das wäre uncool. Nö, da, guck, super. Vielen Dank. Ja, wir müssten eigentlich wirklich in der Werkstatt fahren. Die ist da vorne. Das Video wird länger als geplant. Dafür kann ich nicht. Sind immer andere schuld. Wegen Gründe. Wisst ihr doch, habt ihr ja gesehen, ihr wart ja mit dabei. Können wir da eigentlich gleich nochmal pennen gehen. Mach auf. Mach auf. 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 Danke. Und tschüss. Das hat sich richtig gelohnt in der Kasse. Da geben wir jetzt mal ordentlich Geld von gleich wieder weg. Für den Heile machen. Und irgendein Idiot hat den mal Schilder schief gefahren, sehe ich gerade. Alle platt. So, na Gott sei Dank sind sie gleich um die Ecke. Uiuiui. Scharf links und auf den Hof. Das sieht auch cool aus, auch wieder ein anderes Gebäude hier. Wir reparieren. Ich bin gespannt. Was? Okay. Der LKW ist echt teuer. Ich möchte mal was gucken. Wenn wir schon mal da sind. Wir haben hier... Naja, okay. Können hier außen nichts ändern. Nee. Doch die Kotflügel nicht, verstehe ich nicht. Ja. Gut. Das sollte für heute gewesen sein. War ja wieder ganz schön ereignisreich, hätte ich nicht gedacht, aber passiert halt manchmal. Ihr wisst ja, wie das ist. So. Ja, mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen. Wir stehen ja da und wir wollen nach Terni. Bari? Nö. Puh. Terni, Rom. Ach, Cassino und Neapel. Könnte man richtig was mitnehmen, ey. Ne, wir wollen schlafen. Ach ja, halt auf einen vergessen. Karte? Können wir hier pennen bei euch? Ja, da drüben. Aus und Augen zu. Harry Potter hat 1,9 verdient, das ist sehr schön. Corey hat 1,6. Und nochmal. Harry Potter knapp 900. War 46 von Martin. Martin hat lange kein Geld verdient. Wo ist denn der rumgefahren, sag mal? Krass, 46.000 ist echt fett. Läuft, wa? Nicht schlecht. Wir können den dicken Kredit bald zurückzahlen. Der geht schneller als gedacht. Gut.
Jetzt habe ich immer noch nicht geguckt, was wir beim nächsten Mal machen. Das wird viel zu lang, das tut mir leid. Wir stehen da und wir wollen nach Terni immer noch. Wir könnten noch mal mit so einem Ding bis nach Rom eiern. Oder mit so einem Ding nach oben fahren. Ich muss mir auf der Weltkarte angucken. Wir fahren noch eh dran vorbei, oder? Klar. Dann machen wir hier einen Abstecher, immer da durch. Gibt es eh nichts zu erkundschaften. Ich will nur da mit der Hallo, willkommen in Terni, Kreisverkehr und wieder raus und tschüss. Dann geht es hier weiter. Dann fahren wir nach Rom. Würde ich gar keinen großen Heckmeck machen, oder? So machen wir das. Genau so machen wir das. Wollen wir mit so einem Ding nach Rom fahren? Die Kohle wäre geil, ehrlich gesagt. Oder mit sowas vernünftig. Würde wahrscheinlich stressfreier werden. Wir nehmen das. So, aber darum können wir uns beim nächsten Mal. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. War wieder recht unterhaltsam, glaube ich. Also, ja, es sind Dinge passiert aus Gründen. Mal gucken, was beim nächsten Mal bei rauskommt. Also, macht es gut, bis dahin. Ciao.